Ja, wir haben hier einen Geschäftsbrief fertig geschrieben und da das hier immer sehr aufwendig ist, hier entsprechend diesen Kopfbereich einzurichten, schauen wir uns heute mal an, wie wir uns eine Vorlage erstellen können, die wir dann für weitere Geschäftsbriefe immer wieder hernehmen können. Man sieht hier schon, wenn man hier reinklickt, ist hier so ein kleines Kästchen. Das heißt, wir haben hier eine Tabelle im Hintergrund. Ich klicke mal auf alle Rahmenlinien und dann kann man auch schön sehen, was das für eine Tabelle genau ist. Ja, wenn wir uns hier eine Vorlage erstellen, müssen wir uns überlegen, was brauchen wir denn eigentlich? Also die Absendezeile, diese Tabelle mit diesen Leitwörtern. Die Adresse brauchen wir dann nicht. Das, was in dem Infoblock ausgefüllt wird, brauchen wir auch nicht. Diesen Brief brauchen wir dann auch entsprechend nicht. Und hier unten die zusätzlichen Geschäftsangaben, die können wir mal einfach so stehen lassen. Die Faltmarken und die Lochmarke, das habe ich schon in einem anderen Video beschrieben. Da schauen wir uns nochmal das Video von vorhin an. Diese Vorlage, die wollen wir jetzt einfach mit einem neuen Dokument erstellen. Ja, ich habe jetzt hier ein neues Dokument und das erste, was ich mache, ist, die Seitenränder einzustellen. Ich klicke hier auf Seitenlayout, Seitenränder und dann benutzerdefinierte Seitenränder. Oben kann man 4,5 nehmen oder 3,2 cm, je nachdem, was man für einen Briefkopf entsprechend oder Firmenlogo haben möchte. Links, das passt mit 2,5. Unten die 2 lassen wir auch mal. Und rechts müssen wir noch auf 2 umstellen. Dann haben wir die Seitenränder fertig eingestellt. So, in dieser Zeile kommen die Absenderangaben und darunter die Tabelle. Die Absenderangaben, die sind in Schriftgröße 8. So, und hier die Tabelle. Hier brauchen wir 4 Spalten und 11 Zeilen. Okay. So, jetzt brauchen wir bestimmte Abstände. Das machen wir einfach so. Tabellentools, Layout, Eigenschaften. Erste ist 8. Nächste Spalte ist 1,5. Dann haben wir 3,5. Und 4. So. Und dann kommen die Leitwörter. Die kopiere ich jetzt einfach nur. Geht schneller. Ah, okay. Nur Text. Mal so. So, und diese Leitwörter, die werden auch formatiert auf Schriftgröße 8. Und dahinter, das kann auch entweder die gleiche Schriftgröße bleiben wie der Rest vom Brief, oder man kann sie auch verkleinern auf bis zur Schriftgröße 8. Was wir hier noch machen sollten, wäre die Leitwörter entsprechend auszurichten. Und zwar, die sind jetzt links oben ausgerichtet und wir richten sie aber noch mittig aus. So, dann fehlt noch die Verbindung der ersten drei Zeilen. Das macht man hier mit Zellen verbinden und dann die restlichen Zellen verbinden. Hier kommt praktisch die Empfängeradresse rein. Hier ist die Zusatz- und Vermerkzone und hier zwei Zeilen drunter. Hier kommt dann der Betreff hin, wobei das Wort Betreff ja nicht auftauchen soll, aber man kann hier entsprechend Betreff dann überschreiben. So, was jetzt noch fehlt, ist die Tabelle auszublenden, weil die soll ja gar nicht sichtbar sein. Also klicke ich hier entsprechend drauf, Rahmentool und sage kein Rahmen. So, hier in der Fußzeile, das kopiere ich jetzt auch wieder einfach. Also die zusätzlichen Geschäftsangaben. Hier klicke ich einfach in diesen Bereich rein. Na, mag der nicht. Also Kopfzeile zu Fußzeile wechseln und dann die Geschäftsangaben einfügen. Hier kann man noch eine Linie drüber setzen, wenn sie nicht schon drüber ist. Okay, gut. Genau, dann haben wir hier die Linie drüber. Ab hier der Betreff, Empfänger,
Absenderangaben und der Infoblock. So, jetzt müssen wir das Ganze speichern und zwar so, dass die Vorlage dann nicht wieder aus Versehen überspeichert werden kann. Das heißt, wir sagen hier nicht einfach Datei speichern unter und dann Word-Dokument, sondern wir stellen es um auf Dokumentenvorlage, also Word-Vorlage. Hier ändert sich dann auch die Dateiendung. Das ist dann nicht mehr DocX, sondern Dot, DOT. Und wenn ich das Ganze jetzt speichere hier, ich mache mal zwei verschiedene Versionen. Also einmal sage ich speichere es als Word-Dokument, damit wir den Unterschied sehen. Ich sage hier mal Gbriefvorlage. So, und dann speichere ich das Ganze nochmal als Word-Vorlage. So, jetzt habe ich diese zwei Dateien hier. Man sieht hier schon mal auch optisch den Unterschied. Die Geschäftsbriefvorlage, also diese Dot-Datei, die hat hier so einen gelben Balken drüber und sieht aus wie so ein Abreißkalender. Und hier haben wir das normale Word-Dokument. Und es ist es so, wenn ich das normale Word-Dokument öffne und verändere das entsprechend und speichere das, dann zerstöre ich diese Vorlage. Nicht speichern, weil bei dieser Geschäftsbriefvorlage, wenn ich hier drauf gehe, dann habe ich nicht die Vorlage offen, sondern eine Kopie dieser und ich kann dann in diesem Dokument arbeiten. Wenn ich hier speichere, da wird dann praktisch diese Geschäftsbriefvorlage, diese Dot-Datei nicht überspeichert.